Hanami, Versuch Nummer 2. Das sieht schon deutlich besser aus. Das, was letzte Woche noch alles nicht aufgeblüht war, blüht jetzt zu 90%. Und es sieht wunderschön aus. Guck mal hier. Wir haben uns jetzt ein kleines Plätzchen gesucht. Und ja, werden jetzt unter den Kirschblüten ein wenig Platz nehmen. Auch wenn wir das letzte Woche schon getan haben, aber da war ja noch nicht alles aufgeblüht und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Warum auch nicht? Hast du Angst oder was? Es ist so hübsch und ich habe so wenig Kameraakku, weil es eigentlich sehr spontan ist, dass wir heute hier sind. Und ausgerechnet jetzt blühen sie perfekt. Verdammt. Mal gucken, ob ich noch ein paar schöne Fotos machen kann, die ich dann hinten dran hängen kann. Ja. Und wir probieren jetzt, was wir uns mitgenommen haben. Und zwar unter anderem haben wir das hier mitgenommen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Die Sonne ist gerade so ein bisschen sehr hell. Ah ja. Okay, das hier haben wir bei einer Tankstelle entdeckt. Vitamintee nennt sich das. Matcha-Minze ist die Geschmacksrichtung und wir werden das jetzt gleich probieren und mal gucken, wie es so schmeckt. Ja. Dann haben wir noch was ganz Cooles gefunden. Und zwar waren wir bei uns im asiatischen Supermarkt und dort gibt es Ramune zu kaufen und die ist eigentlich halt ganz stinknormale Ramune, aber dieses Mal hatten sie besondere dort und zwar diese hier mit Sanji und Zoro drauf von One Piece. Die sieht einfach mega cool aus. Da konnten wir auch nicht anders als so ein Fläschchen mitzunehmen und wenn die leer ist, werden wir wahrscheinlich die Flasche aufheben, weil die einfach viel zu geil ist, um sie wegzuschmeißen. Und ich habe auch noch eine für meine Schwester mitgenommen. Die kriegt sie dann aber wahrscheinlich erst zum Geburtstag. Aber dadurch, dass sie meine Videos nicht guckt, kann ich die ja trotzdem zeigen. Und das ist eine mit der kompletten Strohhutbande drauf. Hier. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die war jetzt auch nicht so billig, aber das ist Ramune in Deutschland ja leider nie. Die hat jetzt 3 Euro pro Flasche gekostet. Das ist schon relativ happig, aber ja, weil das hier halt dann zu ihrem Geschenk dazu kommt und wir unbedingt diese Flasche hier mit Zoro und Sanji haben wollten, haben wir gedacht, einmal ist kein Mal. Und weil es sich jetzt irgendwie anbietet, zeige ich euch, was wir noch im asiatischen Laden mitgenommen haben. Und zwar haben wir uns die hier gekauft. Das sind Instant Ramen mit der Geschmacksrichtung Shoyu Tonkatsu. Und ja, Tonkatsu ist dieses Schnitzel, dieses japanische Art Schnitzel. Und Shoyu ist Sojasauce. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Da haben wir auf jeden Fall welche mitgenommen. Und wir haben ja, genau. Und wir haben Sushi-Reis mitgenommen, ganz stinknormalen Klebreis, weil wir demnächst Onigiri machen möchten. Und dazu ist der ja eine sehr wichtige Zutat. Und deswegen durfte der auch noch mit. Und wir haben noch Furikage mitgenommen. Furikage ist das, was man in den Reis tut, was noch so Geschmack gibt. Eine Art Reiswürzung. Und da haben wir einmal das hier mitgenommen. Da steht jetzt Seto Flavor, aber ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Da ist auf jeden Fall Nori drin, es sind Bonito-Flocken drin, es ist getrocknetes Ei drin und so weiter und so fort. Es ist mega lecker und das hatten wir halt schon mal. Und dann haben wir noch eins genommen, was wir nicht schon mal hatten. Und zwar das hier, das ist ein koreanisches. Da steht jetzt Seafood. Ja, ich nehme mal an, dass es so, keine Ahnung, getrocknete Garnelen, Nori und all so ein Kram drin haben wird. Bin gespannt, wie das ist, weil ich das andere ja schon kenne, weiß ich, dass mir das schmeckt, aber das hier eben noch nicht und das wird sicher auch interessant. Und
Dann haben wir, was man natürlich auch noch braucht, das hier mitgenommen, und zwar Nori für die Uni-GD zu machen, damit wir ja so ein kleines Halteblatt dran machen können. Ja, ganz stinknormales Nori, das ich übrigens auch gerne pur esse. Und jetzt nicht aus dem asiatischen Laden, aber weil sie gerade nebendran liegt, haben wir uns auch noch jeweils eine Carlson Preview mitgenommen, was ja sehr gut passt, weil da Food Wars drauf ist und ich gerade ganz, ganz viel Essen in die Kamera gezeigt habe. Yay! Ja, so viel zu unserem Einkauf. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir das hier probieren werden, weil wir das noch nie getrunken haben. Und das ist von der Marke James Lind. Keine Ahnung, es war schweineteuer. Wir haben für die kleine Flasche jetzt 2 Euro noch was bezahlt. Das ist eindeutig zu viel. Und ja, Matcha Minze. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ist. Es schmeckt nach Minze. Eindeutig mehr als nach Matcha. Aber es ist gut. Nicht wie ich gesagt habe. Es schmeckt wirklich gut, aber es schmeckt eher wie ein flüssiges Minzkaugummi mit ganz, ganz, ganz verschwindend geringem Matcha-Anteil drin. Aber den schmeckt man wirklich nur, wenn man extrem darauf achtet. Aber ja. Also ich glaube nicht, dass ich nochmal 2 Euro noch was dafür ausgeben würde, aber an sich ist es sehr lecker. Und wenn man auf Minze steht, kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Möchtest du es auch probieren? Ich habe ja drauf getippt, dass es scheiße schmeckt. Welch nette Prognose. Das riecht nach Multivitamin. Du denkst, dass alles nach Multivitamin riecht. Sie denkt sogar, dass Schweiß und Urin nach Multivitamin riecht. Drauf an. Das ist nicht normal, okay? Das ist eindeutig nicht normal. Aber nicht richtige Multivitamin, von Schildkrötenvitamin. Du bist Vitamin. Das ist voll lecker. Das kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Das erinnert das mich. Das ist dieser, wie dieser Minztee vom Teegschwender. Richtig. Ah, vorweggenommen. Note 1 bis 5, 5 das Beste. Also 5 Punkte sind das Beste, 1 ist das Schlechteste. Geschmacklich? Geschmacklich 4. Preis-Leistungs-Verhältnis? Oh. Der Gesichtsausdruck sagt alles. Ja. 3, 2, ich meine... Es ist schweineteuer. Ja, aber es gibt mehr Überteuertes. Es ist nicht mal 0,5. Aber es gibt noch mehr Überteuertes. Das macht es nicht besser. Denk an den Matcha, den wir vorhin im Prospekt gesehen haben. Okay. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was habe, was ich zeigen kann. Und zwar hatte ich heute einen Umschlag im Briefkasten. Und das ist etwas, was ich gewonnen habe. Ich habe auf Instagram bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Von der lieben Lucy bzw. Mio Maus 14. Und ja, der Gewinn ist jetzt angekommen. Heute war der Umschlag in der Post und das war eben bei ihrem Poster-Gewinnspiel. Und deswegen zeige ich das jetzt einfach mal kurz. Wenn ich es aufkriege. Ja, jetzt ist es auch noch falsch rum. Und zwar ist es dieses Poster hier. Von Demon King Cameo. Und das fand ich einfach so mega cool, dass ich teilnehmen musste. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich gewonnen habe. Und freue mich immer noch. Und jetzt, wo es da ist, muss ich einen guten Platz dafür finden an meiner Wand. Ja, das war eigentlich auch schon das ganze Video, weil eigentlich war das alles sehr spontan. Wir haben uns ja auch eher spontan entschlossen herzukommen, ne? Ja, das heißt, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Video. Wieder spontan. Wieder spontan. Ja.